Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. So Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Erster Anrufer heute Nacht ist Christian. Christian ist 26 Jahre alt. Hallo. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen. Ich habe folgendes Problem und zwar... mit meiner Freundin bin ich 6 Jahre zusammen, ja. Und ich habe vor gut einem Jahr rausgefunden, durch Zufall, dass sie vor 3,5 Jahren mehrfach fremdgegangen ist. Vor 3,5 Jahren mehrfach? Wie hast du das jetzt nach so langer Zeit rausgekriegt? Das war ganz kurios. Und zwar sind wir im letzten Jahr im Herbst umgezogen. Mhm. Und als ich dann ihre Sachen aus dem Kleiderschrank rausgepackt habe, habe ich einen kleinen Hefter gefunden. Oh. Und in Indizien. Genau. Und was war in dem kleinen Hefter drin? Das war ihr Tagebuch. Und ja, man soll es ja eigentlich nicht tun, aber neugierig wie ich war, habe ich durchgeblättert und bin auf einen Eintrag gestoßen vom 5. April 2000, in dem die ganze Sache aufgelistet ist. Wie viel Mal ist sie fremdgegangen? Das kann man so nicht genau rauslesen. Sie schreibt, sie hat sich mehrfach mit ihr getroffen. Ich kann dir den Abschnitt auch vorlesen, da ist das eigentlich ganz genau drin beschrieben. Ich meine, du hast ja schon was Indiskretes begangen und hast in ihren Sachen rumgeschnüffelt. Nun wollen wir das nicht hier auch noch veröffentlichen. Aber ich bin nicht bewusst auf die Suche gegangen. Ist schon klar. Ja. Es ist dir so in die Hand gefallen, ne? Ja, so könnte man sagen. Ja. Richtig. Hast du gerade gesagt, sie ist mehrfach mit ihr fremdgegangen? Nee, mit einem Mann. Das war ein Mann, genau, und ja? Da war dann noch die Ex-Freundin von ihm mit dabei und dann gab es auch so ein Dreier halt und das sie schreibt auch, dass das noch länger gegangen wäre, ja? Wenn die Ex-Freundin nicht mit dabei gewesen wäre. So, wann war der Umzug genau, wann hast du es gelesen zum ersten Mal? Also im ersten Mal habe ich es gelesen im September letztes Jahr. Und wie kommt das, dass du jetzt dieses kleine Tagebuch immer noch vor dir liegen hast, sodass du daraus vorlesen könntest, wenn ich jetzt gesagt hätte, mach mal? Ja, ich habe die Seite, auf der das genau steht, die habe ich aus dem Tagebuch entfernt, um zu verhindern, dass sie es vernichtet. Genau, richtig. Genau. So, nun ist aber eine ganze Zeit vergangen, letztes Jahr im September entdeckt, jetzt haben wir dieses Jahr im Dezember. Ja. Hast du ihr das gesagt? Hast du mit ihr darüber schon gesprochen damals? Am Anfang habe ich das verdrängt. Zu dem Zeitpunkt lief das alles wunderbar und es hätte eigentlich nichts Schlimmeres passieren können als das. Und da habe ich das erstmal einen Monat total an der Seite geschoben. Ja. Ihr auch gar nichts davon erzählt. Aber nur einen Monat. Einen Monat, genau. Mhm. Dann habe ich sie darauf angesprochen und sie war natürlich total verdutzt. Ich habe ihr auch erzählt, wo ich das natürlich her habe, sonst könnte ich ja nicht wissen. Ja. Ich würde es auch bis heute wahrscheinlich noch nicht wissen, wenn das nicht halt vorgefallen wäre. Nun könnte man ja denken, voriges Jahr im September gefunden. Einen Monat später hast du die Freundin angesprochen, dass die ganze Sache bereinigt ist und längst zu den Akten gelegt worden ist. Scheint aber nicht der Fall zu sein, weil du mich heute anrufst und mir das heute erzählst. Genau. Warum? Ich habe diese eine Seite, die habe ich durch Zufall heute wiedergefunden und habe mir das nochmal durchgelesen. Und da kam das alles wieder hoch. Ich bin angefangen zu zittern, mir wurde warm und kalt. Ach so. Und da kam das alles wieder hoch, weil es hat nie eine Aussprache gegeben zwischen uns. Sie sagt, es tut ihr leid und es kommt nie wieder vor, wie das halt so ist. Und es wäre von mir aus klug gewesen, wenn ich sie sofort rausgeschmissen hätte. Aber ich habe es nicht gemacht. Wir sind noch zusammen. Naja, man muss ja nicht gleich rausschmeißen. Man muss ja erstmal reden. Und man kann ja erstmal klären. Man kann ja auch verzeihen. Ja, also, da kam es aber nie zu. Es kam nie zu dem großen Gespräch, weil sie blockt ab. Sie sagt, ich könnte auch einmal, aber das würde ja das Problem nicht lösen, eher noch verstärken. Nein, ich will noch mal wissen jetzt, wie lange das, sofern du das überhaupt weißt, wie lange das damals gelaufen ist zwischen ihr und dem Typ und dann mit der Freundin und so weiter. Also das kann ich hier nicht so rauslesen. Und hat sie dir auch keine Details an. Und hat sie dir auch nicht mündlich gesagt, wie lange das gelaufen ist? Nee. Also war eigentlich, nachdem du das gelesen hast, so würde ich zumindest funktionieren, war da dein Vertrauen nicht ziemlich angerissen und warst du nicht sehr skeptisch das ganze letzte Jahr über, ob die was am Rumbaggern ist oder ob da was eingefädelt ist?
Ja, sicher. Ich, auch zum Beispiel, wenn sie sagt, sie geht mit der Freundin in eine Sauna, da habe ich dann auch schon leicht unruhig. Wer mag die Freundin sein? Ja, ja. So, ja. Jetzt ist es heute dir wieder in die Hände gefallen. Die alten Wunden sind aufgerissen. Genau. Und irgendwie bist du unzufrieden. Ja, weil das irgendwo nicht richtig vom Tisch ist. Ne? Das ist immer noch so, dass es verschwiegen wird. Aber, ja, aber dieses ganze letzte Jahr ist dann zwischen euch doch eher wieder ganz gut gelaufen. Ja, ist es auch. Ich hab's auch eigentlich vergessen gehabt, bis zum heutigen Tag, wo ich da die Zufall wieder drauf gestoßen bin. Ich hab's verdrängt. Ja. Ne, es kam nicht zu der großen Aussprache. Dass es gab damals nur ein Gespräch darüber und da hat sie relativ abgeblockt, oder wie? Ja, genau, so kann man das sagen. Ne? So, was muss man jetzt machen? Jetzt muss man natürlich das machen, was du bisher versäumt hast zu tun. Wenn dir das jetzt noch so in den Gliedern steckt, was man ja verstehen kann, weil du nicht richtig genau aufgeklärt worden bist, was da passiert ist. Und es jetzt sogar wieder hochkommt, dann musst du sie jetzt ansprechen, dann muss die Aussprache jetzt stattfinden. Was sonst? Ja, es ist eigentlich das Vernünftigste. Nur ich habe heute, wo ich das gelesen habe, musste ich sie sofort anrufen. Und ich habe ein Gespräch versucht anzufangen und sie lässt sich auf nichts ein, wenn ich irgendwo... Was heißt das, sie lässt sich auf nichts ein? Wenn du sagst, pass auf, wir müssen darüber reden. Ich habe den Eindruck, dass es damals nicht genug besprochen worden. Was sagt sie dann, sie lässt sich nicht drauf ein? Sagt sie, hör auf mit den alten Kamellen oder was? Naja, sie sagt zum Beispiel, ja, ich habe gesagt, es tut mir leid und was soll ich machen und... Okay, sie soll ja sagen, es tut ihr leid, ist ja auch alles in Ordnung. Aber sie soll dir auch sagen, was genau da passiert ist und wie lange es passiert ist. Ja, und da, wenn ich hab heute gefragt, ich sag, wie oft warst du denn da? Das weiß ich nicht mehr, das ist so lange her. Ach, Unsinn, ich nicht ab, ne? Unsinn, das weiß sie ganz genau noch, das ist erst 3,5 Jahre her. Das weiß die akribisch alles noch. Lass dich da mal nicht abspeisen und vor allen Dingen nicht am Telefon. Bestehe darauf. Mach ihr auch klar, dass einfach auch die Harmonie in eurer Beziehung davon abhängt, dass du da eine Klärung haben möchtest. Und dass es verdammt nochmal dein Recht auch ist. Gut, du hast in ihren Sachen geschnüffelt. Das ist auch Unrecht. Aber ich glaube, das, was sie da an Unrecht angerichtet hat zwischen euch in eurer Beziehung, wiegt auch enorm schwer. Natürlich, wenn sie jetzt dann auspackt und im Detail erzählt, wird natürlich noch mehr Wunden aufreißen. Ja, aber vielleicht ist es dann auch irgendwann vom Tisch. Vielleicht kann man irgendwann auch diese Phase einleiten, okay, ich verzeihe es, es ist wirklich schon lange her. Wir haben gut gelebt danach, was ja dann auch wieder von Qualität ist und eine Qualität darstellt und vieles wieder wettmachen kann. Du solltest dich jetzt auch da nicht hysterisch reinsteigern, aber du hast ein Recht darauf, finde ich, wenn dir das so am Herzen liegt, dass man darüber redet. Und da musst du sie zubringen und zwingen, finde ich. Was heißt zwingen, dazu bringen? Also an dem Abend, wo das passiert ist, da bin ich morgens zur Arbeit gegangen und sie kam mit dem Knirsch Hand in Hand, kam sie zur Haustür hin. Und da habe ich dann, wo ich wieder zu Hause war, gefragt, was das denn war. Und sie sagte, sie hätten halt was getrunken und bisschen geküsst und halt hätte er sie nach Hause gebracht. Aber da hat sie auch schon nicht mit der Wahrheit rausgerückt, wo es eigentlich der beste Zeitpunkt gewesen wäre. Christian, du musst die junge Frau ein bisschen härter annehmen, glaube ich. In Sachen Reden, die muss dir mehr Rede und Antwort stehen. Du hast das Recht dazu, finde ich, und geh das die nächsten Tage an. Ja, das wird wohl keinen anderen Weg geben. Ne? Ja, das finde ich auch. Toi, toi, toi dafür. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Meine Telefonnummer. Kostenfrei für euch, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt hier jetzt in der tiefen Nacht. Dann ruft ganz einfach an oder mailt unter domian@wdr.de. Nico, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Nico. Ja, hi, Domian. Hi. Na, wie geht's dir? Gut. Und selbst? Ja, mir geht's nicht so gut. Deshalb hast du angerufen. Genau. Nämlich, was ist los? Also, ich habe meine Freundin beim Fremdgehen erwischt. Ach du, hier noch so eine Geschichte, so eine ähnliche Geschichte. Ja. Wann hast du sie erwischt? Das war letzte Woche Samstag und zwar mit zwei Männern. Wo? Ja, bei uns zu Hause. Wir haben eine gemeinsame Wohnung. Ja. Wie lange wohnt oder lebt ihr schon zusammen? Ja, jetzt knapp 2 Jahre. Ja. Dann kommst du in eure gemeinsame Wohnung, letzte Woche Samstag. Genau. Und die ist mit zwei Typen zugange. Ja. Richtig hammerhart zugange. Ja, ich habe nur ganz kurzen Moment gesehen und ich bin ganz geschockt rausgegangen, weil ich war total unter Schock. Erzähl die Situation, du kommst rein. Warum hatte sie dich nicht erwartet? Warst du arbeiten oder was war? Genau, ich war arbeiten, ich war auf Montage 2 Monate. Und sie hat dich noch nicht zurückerwartet? Noch nicht, ja. Ich habe gesagt, ich komme ein paar Tage später, weil wir haben ja jeden Tag telefoniert zusammen. Ja. Und da wollte ich sie überraschen einfach. So habe ich Sekt gekauft und Blumenstrauß sogar.
Und um wie viel Uhr kamst du dann nach Hause? Das war so 12:30, so nachts war das schon. In der Nacht. So, sehe ich dich nachts mit deinem Blumenstrauß, deinem Sekt reinkommen. Ja. Und dann erzähl mal weiter, was genau du gesehen hast, was passiert ist. Also kam ich erstmal, ich habe ja leise die Tür aufgemacht, ich wollte sie ja überraschen. Und dann irgendwas, ich höre so Schlafzimmerraum, höre ich was, irgend so komische Geräusche, so wie Stöhnen hat sich schon angehört. Mhm. Dann, die Tür war ein bisschen auf, gucke ich das so und dann denke ich, ich träume. Ich habe gedacht, ich bin ganz woanders, fremd oder so. Mhm. Da sehe ich meine Freundin und die zwei Männer im Bett. In eurem Bett? Genau. Und alle drei waren nackt? Alle drei nackt, ja. Splitterfasernackt. Splitter. Sie saß auf einen Mann drauf und der andere war daneben irgendwie so. Und die hat die Sprache verschlagen? Ja, ich bin wie geschockt rausgegangen, auch ganz leise. Sie haben mich nicht gehört und meine Freundin weiß bis heute noch nicht, dass ich zu Hause war und hab das gesehen. Wo bist du denn hingegangen? Ich bin direkt erstmal ins Auto eingestiegen und bin einfach die ganze Nacht rumgefahren. Ja. Und wann bist du dann nach Hause? Offiziell so nach Hause gekommen? Bin ich gar nicht. Ach, bis heute noch nicht? Nee, ich wohne im Hotel erstmal so lange. Ach so. Ja, ja. Aber du solltest doch eigentlich, wenn alles normal gelaufen wäre, wärst du schon zu Hause, ne? Dann wäre ich schon zu Hause, ja. Und wie hast du das jetzt begründet, dass du noch nicht da bist? Überhaupt nicht. Aber ihr telefoniert doch miteinander, oder? Nein. Auch nicht. Aber sie versucht dich anzurufen. Sie hat mich versucht anzurufen und getextet. Mir was los ist, eben, sie wird ich mich nicht mehr melde. Genau, sie wird sich auch wundern, wenn ihr jeden Tag normalerweise telefoniert und plötzlich rufst du sie nicht mehr an. Hm. Wundert sie sich. Ja, sicher. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, wie ich ihr das sagen soll. Und Mensch, das ist quasi eine Woche hier. Eine Woche? Also in einer Woche hängst du in einem Hotel? Ja. In eurer Stadt oder ein bisschen weiter weg? Das sind 50 Kilometer weiter 50 weg. Kilometer weg. Hm. Und machst dir den ganzen Tag den Kopf? Ja. Hast nichts zu arbeiten? Also arbeitest du nicht im Moment? Nee, ich bin eine Woche nicht zur Arbeit gegangen. Ich verstehe. Und grübelst darüber nach, was du tun sollst? Ja, ich habe hier mein Trinken, ich saufe ein bisschen, jetzt seit einer Woche. Was natürlich keine Lösung ist. Das ist mir klar, aber ich weiß nicht, was... Aber weißt du, also für mich ist schon eins klar, dass Schluss ist, auf jeden Fall. Also schon. Nico, weißt du, was mir nicht klar ist? Hm. Wie man in dem Moment... auf leisen Sohlen rausgeht. Ja. Verstehe ich nicht, würde ich nie meinen. Ich hätte die Tür aufgemacht und hätte einen großen Terz veranstaltet. So, aber wenn man das schon gemacht hat, verstehe ich nicht, dass du nicht zumindest am nächsten Tag hingegangen bist und hast gesagt, Mädel, pass mal auf, ich habe das gestern gesehen, hier. Ich weiß es nicht. Aber. Ich hätte das von der Frau auch nie erwartet, deswegen. Die Verletzung und die Enttäuschung ist groß, verstehe ich. Ja, und. Aber du läufst ja jetzt im Prinzip vor der Situation weg, wenn du dich ja eine Woche einigelst im Hotel und dich ja noch zusäust. Ja, ich muss ihr das irgendwie klar machen, ich weiß nur nicht wie. Indem du nach Hause fährst, indem du ihr genau das erzählst, was du mir erzählt hast und sie zur Rede und Antwort, sie zur Rede stellst und um eine Antwort bittest, eine Antwort forderst, was das ist. Ich hätte das nie erwartet, weil... Nee, ist natürlich auch krass und... Ich habe auch gedacht, ich bin irgendwo anders, fremd. Ja. Das sind immer so Geschichten, die hört man von anderen Leuten oder man sieht die im Fernsehen und wenn man das dann selbst erlebt, dann versteht man die Welt nicht mehr. Ja, das. Wir haben jeden Tag zusammen telefoniert, zwei Monate lang. Du warst so lange weg, zwei Monate? Ja, ich bin auch nicht nach Hause gefahren, weil das ist ein bisschen weiter weg gewesen und... Ihr habt aber keine Kinder? Nein. Nee. Das ist schon mal gut. Hm. Also Nico, du musst morgen früh wegfahren aus deinem Hotel. Du musst morgen früh den Fakten und den Tatsachen ins Auge gucken. Was gibt's da zu reden? Du musst da hinfahren. Morgen früh. Ja, na klar. Wann sonst? Übermorgen? Nein, morgen. Ja. Das ist mir schon klar, aber... Mit allen ich weiß nicht, wie ich ihr das sagen soll. Ich war bei Nein, die Frage ist nicht, was du ihr sagen sollst, sondern die Frage ist, wie du dich verhalten sollst. Das ist die Frage. Du hast es ja schnell gesagt. Ich habe dich erwischt. Ich habe dich gesehen. Punkt. Ja, so, jetzt ist die Frage, wie verhältst du dich? Ja, das ist es. Ne? Lässt du dich ein auf ich bitte um Verzeihung und es ist nur einmal passiert und dann oder sagst du gleich knallhart, nein, das war's, Mädchen, Schluss aus? Das ist die Frage. Aber für mich ist klar, das war's, ja. Wirklich, hundertprozentig? Hundertprozentig, weil egal was ich gesehen habe. Wenn sie auf Knien vor dir sitzt und bettelt und fleht und... Das ist egal. Mit zwei Männern. Mit einem Mann ist schon schlimm. Und dann sehe ich mit zwei Männern noch.
Ach du Scheiße. Aber wenn für dich klar ist, Nico, dass es vorbei ist, dann verstehe ich deine Furcht nicht, warum du nicht dahin fährst. Oder hast du doch Schiss davor, vor ihr zu stehen? Auch, ja, doch. Ich hab mir schon überlegt, gleich an der Nacht so habe ich mich vollgesoffen erstmal. Und habe ich überlegt, ob ich jetzt hinfahre und nehme ich Messer oder irgendwas mit und bringe um. Ja, toll. Toll. Das ist ja nur idiotisch. Ja, nur ich war Nein, gut, dass du es nicht gemacht hast. Und wenn du morgen, oder ich hoffe morgen in den nächsten Tagen zu ihr fährst, bitte fahre im nüchternen Zustand oder geh nüchtern zu ihr in die Wohnung. Weil alle, ja, natürlich, weil du machst Dummheiten, du machst irgendwelche Dinge, die du hinterher bereust. Weil ich weiß, wenn ich Schnaps oder irgendwas trinke, dann flippe ich dann aus. So. Weiß ich nicht mehr, was ich mache. So. Du musst da morgen hinfahren. Naja, ich das versuchen tue ich. Ja. Und da musst du klar Schiff machen. Egal wie das aussehen wird. Aber im Moment ziehst du den Schwanz ein, ist klar, ne? Hm. Und versteckst dich. Ja. Und hör die Sauferei auf. Die bringt dich keinen Schritt weiter. Ja, ich weiß schon, bringt nichts. Aber ich habe bis jetzt mit niemandem geredet, eine Woche lang. Ja, ist schon okay. Ist auch klar. Umso wichtiger ist ja auch jetzt das Ergebnis. Also zumindest das, was ich hoffe, dass das Ergebnis ist, dass du morgen hinfährst. Mehr kann ich dir nicht sagen, Nico. Hm. Blöd gelaufen, tut mir wirklich sehr leid für dich. Ja, wenn man Vertrauen in eine Frau hat und man fährt dann weg und dann sowas, ist natürlich schlimm. Wer weiß, was die ganze Zeit passiert ist, noch davor noch. Wer weiß, weiß ich nicht. Wer weiß. Bist du denn in all der Zeit, wenn du weg warst, bist du treu gewesen? Ich bin treu gewesen, die ganze Zeit. Umso schlimmer ist es. Bitte? Ich sage, umso schlimmer ist das dann, wenn man das erfährt. Also, du fährst morgen am Wochenende hin, okay? Alles klar, ich versuche das. Alles Gute, Nico. Ja, ich danke dir, Domian. Und hast du gute Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, Post. Es gibt Post, anonyme Post. Anonyme Post finde ich eigentlich immer doof. Wenn sich die Leute nicht trauen, ihren Namen, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse dazu zu schreiben. Na gut, ich lese es mal eben vor. Hallo Domian, schreibt ein Mensch. Und zwar schreibt dieser Mensch dann weiter, die Frauen, die in deiner Sendung anrufen, scheinen mir fast ausschließlich Wemps, spricht man das aus, Wemps zu sein, die Männer lediglich als Lust- und Sexobjekte betrachten. Und die Männer hingegen sind durchweg Weicheier und Schappschwänze, meint dieser anonyme Mensch. Ja, und fast in diesem Sinne ist dann auch gleich die nächste Post von unserer Deike. Unserer Deike, 26 Jahre alt, aus Osnabrück. Die schreibt nämlich, lieber Domian, mich beschäftigt schon seit langem ein Thema, und zwar die Unterscheidung von Blut- und Fleischpenis. Ja, Blut- und Fleischpenis. Der Blutpenis ist unirrigiert klein bis sehr klein, kann aber beim Irrigieren um ein Mehrfaches seiner Größe heranwachsen, sodass Frau höchst erstaunt ist. Der Fleischpenis ist an sich schon sehr groß und wächst nur noch geringfügig, lehrt uns Deike. Die meisten Menschen kennen diese Unterscheidung nicht und mich interessiert nun brennend, zu welchen Anteilen Blut- bzw. Fleischpenisse in der männlichen Bevölkerung verteilt sind und an welchen äußeren Merkmalen ich auf den Penistyp eines Mannes schließen kann. Vielleicht könntest du ja in deiner Sendung eine kleine Umfrage starten. Mich interessiert jetzt erstmal sehr brennend, warum die Deike das wissen will. Und mich interessiert auch, auf welchem Penistyp nun Deike besonders steht. Auf den Blutpenis oder auf den Fleischpenis? Nun denn, also ja, wir können ja mal die Frage stellen, gibt es äußere physiognomische Merkmale? Hände, Nase, Ohren, Lippen, Augen, ich weiß es nicht. Woraus man jetzt nicht auf die Penisgröße schließen kann, sondern ob man daraus schließen kann, ob der Mann einen Blutpenis oder einen Fleischpenis hat. Ich weiß das nicht, aber vielleicht weiß das jemand von euch und dann würden wir Deike eine große Freude machen, wenn wir ihr da ein bisschen weiterhelfen können. Post von Björn und Damian. Damian, Vorname Damian. Hallo Jürgen Domian, deine Sendung ist unwahrscheinlich schön, aber wir möchten dir noch einen Vorschlag zur Weihnachtszeit machen. Wir sehen jede Nacht deinen süßen kleinen Schneemann
auf deinem Tisch stehen. Vielleicht kannst du ja noch eine schöne Adventskerze aufstellen und sie immer zur Sendezeit brennen lassen. Es geht leider nicht, das wäre natürlich sehr kuschelig und sehr romantisch, aber wir dürfen hier im Studio kein Licht anmachen. Also kein Licht anmachen schon, aber keine Flammen anmachen. Dann gibt es großen Ärger hier im WDR oder irgendeine Sprenkleranlage fängt direkt an zu sprenkeln. Und ich säße hier im Nassen. So, und Anke und Marc aus Rosenheim, die schreiben, hi Domian, genau wie du sind wir riesige Harald-Schmidt-Fans und waren richtig erschüttert, als wir diese Woche vom Aus der Schmidt-Show erfahren haben. Was ist denn nun deine Meinung? Kommt Harald Schmidt wieder? Ich bin sicher, ich bin ganz sicher, ich bin ganz sicher und guter Dinge. Kannst du ihn dir bei euch in der ARD vorstellen? Ich kann ihn mir ausgesprochen gut hier bei uns in der ARD vorstellen. Und die dritte Frage, wer könnte Nachfolger bei Sat.1 für ihn werden? Das ist eine gute Frage, über die ich auch schon einiges nachgedacht habe in den letzten Tagen. Ja, und ich würde da zwei Namen nennen, wo ich mir das vorstellen kann. Der erste Name, das habe ich immer schon gesagt, seit Jahren. Ich kann mir Hella von Sinnen sehr gut vorstellen, Late Night zu machen. Das hat nichts mit unserer biografischen Verbundenheit zu tun. Ich finde, dass sie die Kapazität und die Qualität als Entertainerin dafür hat. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch, dass Harpe Kerkeling das sehr gut machen könnte. Also das wären so meine beiden Ideen für die Nachfolge bei Sat.1 für Harald Schmidt. Jetzt geht's weiter mit Julia. Und Julia ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Hallo, Julia. Hallo. Um was geht's bei dir? Boah, ich habe total das Liebesproblem. Oh. Ja. Ehrlich? Das kommt ja aus ganz tiefem Herzen. Aus ganz tiefem Herzen. Erzähl es uns. Erzähl, was los ist. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also irgendwo. Ich habe einen Freund seit 4,5 Monaten. Mhm. Und also er ist kein Deutscher, er ist Türke. Und ich weiß nicht, im Moment komme ich auch absolut nicht mit dem klar. Und es ist halt ein, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Also schon seit meiner Kindheit an. Und wir sind auch super befreundet und verstehen uns auch halt so gut. Und in dem bin ich halt total verliebt. Mhm. Er in dich auch? Ja, das weiß ich nicht. Ich unterhalte mich zwar mit meiner besten Freundin darüber. Sie sagt zwar immer so, wie ich es ihr deute, sagt sie immer, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe einmal ungefähr vor einem halben Jahr mit ihm gesprochen. Da habe ich ihm halt gesagt, dass ich was für ihn empfinde. Ach so, das bist also schon rangegangen. Ja, und dann hat er halt gesagt, boah, Julia, glaub mir, es ist besser, wenn wir es nicht machen. Oh. Ich weiß es nicht. Also er ist halt nicht jetzt so ein super Beziehungstyp und ich habe mich auch mit ihm drüber unterhalten, aber er hat halt gesagt, weil noch nie die Richtige da war. Ja. Ist er so alt wie du ungefähr? 4 Jahre älter. Ja, 22. Genau. Ja. Ja, und ja, ich weiß halt nicht, was ich machen soll und ich gehe Sonntag zu ihm hin. Ich war auch vorgestern bei ihm und wir haben uns bis, also ich war um 6:30 morgens zu Hause und wir haben immer so innige, tiefe Gespräche. Wie, wohnt er alleine schon? Ja, ja, klar, er wohnt alleine. Und du gehst dann zu ihm? Und, ja. Und er führt die ganze Nacht intensive Gespräche? Wirklich, wir unterhalten uns so über Gott und die Welt und wir können halt über alles reden. Das ist halt total schön. Aber es passiert gar nichts. Nein, also kein, ab und zu... Absolut nichts, kein Händchen halten. Nein, kein zarter Kuss auf die Wange mal oder so. Nein, gar nichts, gar nichts. Du Arme, und du bist so verliebt in ihn. Ja. Dann sitzt du da und führst gute Gespräche und würdest ganz im liebsten was ganz anderes mit ihm machen. Auf jeden Fall. Ja. Was ist denn mit ihm los? Wieso hat er denn... Auf einer Seite ist er schon schüchtern und weil... auch ein guter Freund von mir halt, wir waren mal zusammen weg und wir haben uns auch so geküsst und alles und dann habe ich ihm das erzählt und er so, ja, ich weiß das, und dann hat er zu mir gesagt, er würde sich das nicht trauen. Du hast dich mit dem guten Freund geküsst, nicht mit dem Besagten? Nee, aber dem habe ich das erzählt und er so, ja, der hat mir das erzählt, dass da was war und so halt, dass ihr euch geküsst habt und ja, und dann hat er halt so ganz flüchtig, so ganz leise auch gesagt, ja, das würde ich mich nicht trauen. Und dann haben wir über was anderes weitergesprochen und dann in dem Gespräch habe ich dann die ganze Zeit so Gedanken gemacht und dann, ich weiß. Also du meinst, er ist sehr schüchtern? Ja. Oder kann es sein, dass er irgendwie... aus irgendwelchen anderen Gründen sich nicht mit dir einlassen will. Ja, das dass die Familie das vielleicht nicht will oder ja, sowas. Ja, wollen weiß ich nicht, weil ich habe nicht das Gefühl, als ob er so abgeneigt wäre oder so, aber er kennt halt meinen Bruder schon ziemlich lange. Ja. Kennst du denn die familiären Verhältnisse von ihm? Sind das eher traditionelle Leute oder sind die auch relativ locker, die Eltern? Nein, die Eltern sind ganz locker, aber mit seiner Familie versteht er sich jetzt nicht so super. Mhm. Also worauf ich hinaus will, könnte es sein, dass er Ärger mit seiner Familie bekommt, wenn du mit ihm... Nein, das nicht. Nein, also schließen wir das schon mal aus. Ja,
Also ich weiß nicht, weil wo ich ihn halt mal darauf angesprochen habe, von wegen, dass ich halt in ihn verliebt bin, hat er gesagt, glaub mir, es ist besser, wenn wir es nicht machen. Und ich sag, warum? Wegen meinem Bruder und so. Und dann sagt er, also es ist nicht das größte Problem, aber er hat mir halt nicht den genauen Grund gesagt. Also wenn er schon sagt, glaub mir, es ist besser, wenn wir es nicht machen. Dieser Satz sagt ja aus, dass da ein richtiger Grund hintersteckt, den er kennt und den er auch benennen könnte. Ja, könnte, ne? Aber... Wenn er wollte. Ja. Hat er schon mal eine Freundin gehabt? Ja. Also mehrere. Ja? Also er ist nicht schwul? Nein, das auf jeden Fall. Ne, könnte ja auch sein, wenn ihr gute Gespräche führen. Nee, schwul, gerne. Er war mit einer sehr guten Freundin von mir auch zusammen und... Also ich kann auf jeden Fall, würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass er nicht schwul ist. Aber was soll dieser Satz dann? Ich weiß es nicht. Es ist besser, wenn wir es nicht machen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß nicht, ob er Angst hat, mich zu verarschen oder so. Oder ich weiß es nicht, weil er, ich sag mal, ein paar Freundinnen schon gehabt und... Wie ist denn so die Atmosphäre, wenn ihr eure guten Gespräche führt? Also super, es ist echt gut. Also Ich meine, man kann ja gute Gespräche so und so führen. Mhm. Ist denn so eine gewisse, ich sag mal, eine gewisse Erotik in der Luft oder eine Zärtlichkeit? Oder ist es eher ein intellektuell gutes Gespräch? Also ich würde sagen, auf jeden Fall intellektuell gutes Gespräch, aber ich weiß nicht, so ein kleines Knistern ist ab und zu schon da, wobei er mich halt anguckt. Wobei, derjenige, der scharf ist, und du bist ja jetzt scharf. Ja, bildet sich das vielleicht ein. Ja, ne? Dann interpretiert man in den kleinsten Wimpernschlag schon die deutsche Sache, ne? die gar nicht so gemeint ist. Ja. Aber wiederum frage ich mich jetzt auch, warum unterhält der sich mit dir ganze Nächte lang? Ja. Ne? Wenn der nicht auch irgendwie ein Interesse hätte. Ja, also er sagt doch immer, er kann voll gut mit mir reden und also ich weiß nicht, er sagt halt auch immer voll, dass er sich voll gut mit mir versteht, nur ich verstehe ihn nicht, warum er nicht will, oder? Ja, es gäbe ja auch noch einen ganz profanen Grund, dass der dich wirklich nett findet, aber dass der einfach nicht auf dich steht als Frau. Ich weiß nicht. Ich meine, hört man nicht gerne als Frau. Ja, klar, natürlich. Aber kann ja sein, dass du einfach nicht in sein Beuteschema reinpasst. Ja, klar. Aber ich weiß es nicht so. Ich wohl bei meiner Freundin war und er war auch da. Und sie sagt, er redet ganz anders mit mir als mit dir. Sie sagt, bei ihr redet er ganz normal, aber wenn er mit mir redet, ist er so machohaft und versucht halt immer so den Coolen vor mir rauszulassen. Ach so, das ist so. Bei dir ist er machohaft. Ja, also er ist halt, ich weiß es nicht, so anders halt, wenn er mit anderen Frauen spricht. Das gibt ja alles gar keinen Sinn. Ja, das würde ja wieder darauf hindeuten, dass er schon scharf ist auf dich, ne? Wenn er den Macker raushängen lässt und... Ja, weil er sagte ja auch letztes Mal, wo wir gesprochen haben, das würde ich mich nie trauen. Ja, ich weiß nicht, was ich so ab und zu vor dem halten soll. Und das geht ja schon seit 4,5 Monaten so. Nee, ich habe ja einen Freund, mit dem ich seit 4,5 Monaten zusammen bin. Du hast einen Freund? Ja. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich dachte... Ja. In der Redaktion hat das auch keiner verstanden, dass ich einen Freund habe. Ja, ich habe einen Freund. Du hast einen festen Freund? Ja. Mhm. Wir müssen die Karten neu mischen. Du hast einen festen Freund. Ja. Aber du bist irgendwie verknallt in diesen... Aber schon super lange. Also es ist halt, wenn ich mit ihm telefoniere, ich freue mich... Wie komme ich denn jetzt auf diese Zahl 4,5 Monate? Was ist jetzt seit 4,5 Monaten? Bist du ja, die Beziehung mit meinem Freund. Aber verliebt bin ich in ihn schon bestimmt schon seit 2-3 Jahren. Ach so, aber über den haben wir jetzt gar nicht geredet. Über meinen Freund? Nee. Es ist doch eigentlich nie wirklich nicht. Julia, wie bist du denn drauf? Du bist seit so kurzem mit deinem Freund zusammen. Ja. Du müsstest eigentlich auf Wolke 77 schweben vor Glück. Ja, Stattdessen erzählst du mir jetzt seit 7 Minuten schon von einem netten türkischen Jungen, der ist 22 Jahre alt. Nein, das ist ja mein Freund. Ach, das ist dein Freund? Ich bin mit einem Türken zusammen. So, und über wen haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen? Ja, über meinen besten Freund, einen Deutschen. Ach so. Ja. Ach so, die Mutter ist die... Nee, die Sprache ist die Mutter aller Missverständnisse. Genau. Mann! Ja. Also du bist seit 4,5 Monaten mit deinem Freund zusammen. Genau. Und da gibt es aber noch einen Busenfreund. Ja, genau. In den du eigentlich verliebt bist. Auch. Genau. Der ist kein Türke, der ist Deutscher. Genau. Und der ist auch nicht schwul, der Deutsche. Nein. Der hat auch schon Freundinnen gehabt. Ja. Ja. Und wie alt ist der? Ja, der ist ja 22. Der ist auch 22. Ja, mein Freund ist 25. Aber Julia, ich würde mal so ein bisschen mich selbst fragen, hey, was ist los mit mir, der Julia? Hm. Ich habe einen Freund, in den ich eigentlich verliebt sein sollte und ich verliebe mich gleichzeitig in meinen besten Freund.
Ja, aber das ist halt immer so gewesen. Also wenn ich mit ihm telefoniert habe oder so, habe ich mich gefreut. Aber sobald ich ihn sehe, es kommt halt immer alles hoch. Was sagt denn dein Freund dazu, wenn du ganze Nächte gute Gespräche mit diesem Angebeteten verbringst? Ja, das ist mir eigentlich relativ. Also er weiß, dass ich mich ganz gut mit ihm verstehe und alles. Und weil er der Kollege, der hatte Geburtstag und dann bin ich halt bei ihm gewesen und so und es war halt schon voll spät und voll dunkel und dann haben wir uns halt so lange unterhalten. Weißt du, im Prinzip ist das, was du machst, Julia, ist auch eine Form des Fremdgehens. Ja. Ich habe auch schon irgendwo total aus dem Gewissen. Ich habe zwar nichts gemacht in meinen Gedanken. Nee, aber du bist ja völlig, völlig verrückt auf den anderen. Ja. Ne? Ja. Ja, das bin ich. Aber ich hab auch einen Freund und egal, was mit dem los ist. Ja, so egal. Ja, egal ist es mir auf gar keinen Fall, aber... Pass auf, Julia, das finde ich nicht korrekt, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Ne? Also entweder entscheide dich, wenn ich habe ihn ja, das ist es ja, ich habe ja meinen Freund schon seit über einer Woche nicht gesehen, weil ich war halt auf Konzerten und er musste halt arbeiten und so. Und hier jetzt in der Zeit habe ich gemerkt, ich will halt nicht mehr. Und wenn ich ihn sehe, natürlich werde ich mit ihm sprechen und werde ich ihm auch sagen... Ach so, du willst gar nicht mehr mit dem Freund, richtig? Nee, ich will ja mit ihm, nur weil ich ihn eine längere Zeit nicht gesehen habe, kam jetzt nicht dazu. Und am Telefon finde ich das blöd, sowas zu sagen halt. Es sickert immer so eine neue Information raus. Ja. Also du willst gar nicht mehr mit deinem Freund, mit dem du eigentlich zusammen bist. Nee, nur so. Ich weiß halt, also was heißt, ist es ja nicht, dass ich ihn jetzt überhaupt nicht mehr lieben würde oder nee, so. Nee, aber dann ist die saubere Regelung ist jetzt, Schluss machen mit dem Freund. Ja. Und dann noch massiver baggern und heißer und scharfer rangehen an den anderen. Ja, mit das hat meine Freundin auch. Ja, ich würde auf jeden Fall mal bei ihm mehr probieren. So, genau. Die besten Freundinnen haben meistens immer die besten Ideen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ne? Die besten Freundinnen sagen das und dann ist es auch okay so. Ja, nur wovor ich halt tierische Angst habe, ist halt nur, dass jetzt er dann halt sagt, halt der Deutsche, von dem ich halt was will, dass er dann halt jetzt irgendwie sagt, boah, ich will nicht und dann, dass ich vielleicht hinterher bereue mit meinem Freund oder so. Ja, aber so ist das Leben. Ja, da musst du auf Risiko machen. Alles ist Risiko. Du kannst nicht doppelt abgesichert durchs Leben gehen. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. So, Julia, in diesem Sinne. Ja, dann werde ich dann Rat mal befolgen. Klar Schiff machen. Drück mir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles so klappt. Und schön scharf rangehen, ne? Ja, mache ich. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. So, ihr Lieben. Mit wem machen wir denn jetzt weiter? Mit Claudia. 34 Jahre. Wo ist sie denn? Hier ist die Claudia. Hallo? Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Claudia, um was geht's bei dir? Es geht um meinen Sohn, der ist 12 oder wird jetzt 12. Ja. Und ich habe da vor 2 Jahren ungefähr einen ganz großen Fehler gemacht. Nämlich? Er ist ohne Vater aufgewachsen, seit Geburt. Mhm. Längere Beziehung gewesen und aber trotzdem während der Schwangerschaft auseinandergegangen. Während der Schwangerschaft? Ja. Und der Vater hat sich um den Jungen gekümmert? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Nie gesehen, auch als Kind nicht mal? 3-4 Mal haben sie sich gesehen, bis zum 4. Lebensjahr. Und kurz gleich dazwischen, was ist mit dem Vater los? Warum hat er sich nicht um seinen Jungen gekümmert? Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Hm. Na gut, erzähl erstmal die Geschichte weiter. Na, auf jeden Fall, ich war im 7. Monat schwanger. Und also mit dem 2., ich habe ja 2. Ja. Und da hat er ihn das letzte Mal gesehen. Er war 4 Jahre alt, der 2. ist jetzt 7 oder wird jetzt 7 in ein paar Tagen. Und der hat seinen Papa. Also die Beziehung ist auch auseinandergegangen, aber der hat eben halt seinen Papa, der kommt regelmäßig. Also es gibt zwei Jungs von verschiedenen Vätern. Genau, richtig. Und der zweite Papa, der macht eben halt alles, der tut alles. Aber du bist alleinerziehend jetzt mittlerweile. Ja, richtig, genau. Mhm. Genau, und der Große, der kriegt das natürlich mit. Ja. So, und vor 2 Jahren ist es so gewesen, ganz massiv, dass der Kleine mal gesagt hat, guck mal, wie vom Papa gekriegt. Und Papa hat mit mir das gemacht und das und jenes. Und da ist es bei dem Großen dann eben halt so rausgekommen, dass er unbedingt mit seinem Vater mal reden wollte. Er wollte ihn kennenlernen, hier und da. Wie hast du ihm das denn erklärt, dass der Vater sich nicht um ihn kümmert, dass sein Vater sich nicht um ihn kümmert? Ich hab zu ihm gesagt, wir müssen mal gucken, was wir da machen. Mhm. Und versucht, seine Telefonnummer rauszubekommen. Nee, wie hast du ihm erklärt, dass der nie aufgetaucht ist in seinem Leben? Wie habe ich ihm das erklärt? Nö, der hat doch gefragt, wo ist mein Papa? Warum ist mein Papa nicht da? Was hast du ihm geantwortet? Ich habe zu ihm gesagt, dass sein Papa wahrscheinlich die ganze Zeit keine Zeit hatte für ihn. Und gut. Wir werden mal gucken, was wir machen. Vielleicht hat Papa ja mal Interesse, dich kennenzulernen. Jetzt bist du groß genug. Ja. Du fragst danach und dann werden wir uns drum kümmern. So. Dann habe ich ihn einfach anrufen lassen, nachdem ich die Nummer rausgekriegt hatte.
Da war er eben halt 10 Jahre alt und dann hat er gesagt, hallo, kennst du mich? Ich bin dein Sohn. Ach, wie rührend. Ja, und der Papa hat dann eben halt ganz fies reagiert, indem er gesagt hat, du kannst mich jetzt nicht stören, ich habe eine Familie, um die ich mich kümmern muss und ich störe es eben halt nur. Ach. Das hat sie dem Kleinen am Telefon gesagt? Das hat er dem Kleinen am Telefon gesagt, der 10 Jahre alt ist, der den Mut aufbringt, anzurufen, einen wildfremden Mann. Und dann sagt der eigene Vater hier, hey, ich will mit dir gar nichts zu tun haben, ich habe eine eigene Familie. Ja, und er soll ihn doch in Ruhe lassen. Das ist ja ein super Schock für so ein Kind. Ja, und seine damalige Freundin, ich weiß nicht, ob er noch mit der zusammen ist, wie gesagt, das ist 2 Jahre her, die hat auch im Hintergrund rumgeschrien, sie soll uns in Ruhe lassen und... er hätte ihn angeblich sowieso nicht sehen dürfen, was er nicht wahr ist. Ich will ihm ja nicht sein Kind vorenthalten. So, das ist jetzt 2 Jahre her. Ja, richtig. Wie hat der Kleine das verkraftet? Die ganzen 2 Jahre eben halt so, dass er zu mir sagt, wenn wir dann Streitereien haben, ich habe ja sowieso nicht meinen Papa, es ist ja immer nur Lukas, immer nur Lukas. Wie hat der Junge denn direkt nach, warst du in dem Raum, als er angerufen hat? Ja, ich saß dann neben ihm. Wie hat er denn direkt danach reagiert? Der muss doch in Tränen ausgebrochen sein. Ja, der hat mir den Hörer gegeben, ist aus dem Zimmer rausgelaufen, hat geweint. Mhm. Eine Freundin von mir, die hat sich dann um ihn gekümmert. Und ich habe dann mit dem Vater gesprochen, ob er nicht ganz richtig wäre. Und er könnte sich doch um seinen Sohn kümmern, beziehungsweise vernünftige Antworten geben. Und der hat sich aber nicht darauf eingelassen? Nee, hat er absolut nicht. Wie ist die Stimmung von dem Jungen heute? Ja, immer noch so, dass Lukas darf und Lukas hat. Also Lukas ist der andere Bruder, der einen Vater hat und der kümmert sich. Und, und er hat nun keinen Vater und hat auch die schlimme Erfahrung gemacht. Ja, richtig. Machst du dir Vorwürfe, dass du ihn hast in dem jungen Alter da selbst anrufen lassen? Ja. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich ihm eben halt noch weiterhelfen kann. War vielleicht was früh, ne? Was jung, mit 10 Jahren ist das... Ja, aber er sucht immer noch den Kontakt zu ihm. Ach, er sucht ihn immer noch? Ja, er möchte das ja unbedingt. Hm. Aber der Vater verweigert sich ja total. Hat er denn nochmal einen Versuch unternommen? Nee, bis jetzt noch nicht. Das möchte ich, glaube ich, jetzt auch noch nicht. Nee, das unterbinde auch. Das würde ich auch auf jeden Fall so sehen und so raten. Ja, wenn er 16 ist, vielleicht 16 oder 17 ist. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass ihn das sehr schwer erschüttert hat, diese Absage am Telefon? Ja. Doch, ja, auf jeden Fall. Also es fing ganz schlimm an in der Schule dann auch, dass er erzählt hatte, sein Vater wäre Engländer und er wäre mit seinem Vater in der Türkei gewesen. Und also wirklich alles diese Wunschvorstellung, die er dann auch bekommen hat, ne? Die er heute auch noch hat. Nun rufst du mich heute an mit der Geschichte. Geht es jetzt so um deine Schuldgefühle oder geht es auch um die Frage, was mache ich mit dem Jungen? Genau, wie kann ich ihm helfen? Mhm. Also ich finde auch, dass es zu früh passiert ist, aber nun ist das Kind in den Brunnen gefallen, im symbolischen Sinn des Wortes. Und das kann man nicht mehr rückgängig machen. Mhm. Das ist die Frage, was macht man jetzt? Also jetzt finde ich auch auf jeden Fall die Entscheidung richtig von dir, er ist ja jetzt auch erst 12, ihn erstmal davon abzuhalten, nochmal da anzurufen. Ja, auf jeden Fall. Denn das soll er später, wenn er älter ist, selbst entscheiden. Also ich finde das ganz prima von dem anderen Vater, der hat gesagt, komm, ich nehme dich dann mit, also... Der nimmt ihn jetzt auch öfters mal mit. Und das ist wahrscheinlich sehr nett, aber das ist nicht genau das, was er will. Ne? Nee, das ist genau das, was er nicht will. Hast du den Eindruck, dass da irgendwas kaputt gemacht worden ist in deinem Jungen, was du gar nicht so in den Griff kriegst? Ja. Mhm. Was ich auch gar nicht wollte. Natürlich nicht, natürlich nicht. Du hast das ja in bester Absicht wahrscheinlich arrangiert. Ja. Ne? Ja. Mhm. Könnt ihr mir vorstellen, dass man nach so einer Situation, man hat es gut gemeint und es ist dann so daneben gegangen, dass man da überfordert ist, richtig, das wieder alleine in den Griff zu kriegen? Richtig. Hast du darüber nachgedacht, dass du ihn alleine oder vielleicht mit ihm zusammen, ich weiß nicht, was die klügste Lösung ist, mal zu einer Kinderpsychologie-Beratungsstelle? Bin ich seit 2 Jahren. Seid ihr? Bin ich, ja. Und weil ich mit der Situation auch nicht mal klarkomme, ne? Und hast du den Eindruck, dass die er mir macht und so. Er macht dir auch Vorwürfe? Ja, ja, natürlich. Was für Vorwürfe macht er dir? Dass er seinen Vater nicht sehen darf und ich habe meinen Vater nicht und so. Ich sage, Mäuschen, ich kann doch nichts dafür, was soll ich denn machen? Mhm. Und diese Beratungsstelle, geht er da alleine hin oder gehst Nein, du mit? Nein, mit mir. Und hast du den Eindruck, dass das ein bisschen hilft und kittet und das stabilisiert alles? Also er hat jetzt einmal die Woche einen Therapeuten für sich alleine. Mhm. Das ist eine männliche Person. Und ich habe eine Therapeutin, mit der ich dann über alles reden kann, wenn zu Hause was vorfällt und so. Und es ist, ja, nicht besser geworden, aber es hilft was. Also das ist auch genau das, Claudia, was ich jetzt noch klarer geraten hätte oder was ich gesagt hätte, was ihr tun sollt. Eigentlich macht ihr da schon das Richtige, finde ich. Ja.
da muss man dann auch vielleicht eine gewisse Geduld haben. Und das ist eine komplizierte Sache, ehe das wieder eingerenkt ist oder einigermaßen sich wieder normalisiert hat. Richtig. Darüber hinaus wüsste ich gar nicht, was man da noch tun kann. Würde dich aber gerne gleich auch nochmal an meinen Psychologen, an den Johannes, weitervermitteln. Mhm. Vielleicht hat er auch noch eine Zusatzidee, was man da noch ein bisschen unterstützend tun könnte. Das ist gut. Im Prinzip glaube ich, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Ja. Mann, oh Mann. Aber schön ist, finde ich, dass der andere Mann sich um den Jungen auch kümmert. Ja, der macht und tut. Und wie gesagt, er bezieht auch den Großen mit ein. Ja, das ist sehr nett, wirklich sehr. Seitdem der Kleine da ist, er muss Weihnachten nicht leiden, er muss auf seinen Geburtstag nicht leiden, der Große. Ja, und sehr nett. Er sagt auch, du kannst mal alleine mitkommen mit mir, dann lass mir den Kleinen zu Hause. Jetzt legst du auf und wir rufen dich, das heißt Johannes ruft dich an. Alles klar. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Hehehehe. Meine Leute sind ja wirklich sehr, sehr, sehr spitze im Hintergrund. Ich lese jetzt hier einen Namen und eigentlich kann das nur der Name von gerade sein. Ich habe ja gerade eine nette Post vorgelesen von einer Deike, die 26 Jahre alt ist. Nun lese ich ja auf meinem Computer Deike 26 Jahre. Ist sie das? Hallo? Ja, hi Jürgen, hier ist Deike. Das ist ja schön, dass du da bist. Ja, aber ich war so pfiffig, ne? Ist klar. Ach, du hast angerufen. Das ist ja toll. Und gleich durchgekommen. Das ist ja super. Ja, ich habe eine E-Mail geschickt. Eine E-Mail, das ist ja immer das Beste. Ja, genau. Ja, Deike, also wir reden jetzt über Blut und Fleischpenisse. Genau. Jetzt wollen wir gleich mal die Frage klären, die mich jetzt brennend interessiert. Wie ich habe sie geschrieben. Mehr. Die Briefe werden gekürzt, Jürgen. Warum? Auf was du stehst, hast du auch geschrieben? Ja, auf jeden Fall. Na, dann sag es uns allen nochmal. Eindeutig Blut. Auf Blut? Ja. Also auf die Kleinen, die ganz groß werden? Ja, genau. Warum? Ich schätze mal einmal, weil ich drauf geprägt wurde, weil mein erster Freund das hatte. Und ich finde es einfach unaufdringlicher, so in den Alltagssituationen, wo man halt... Weil man die nicht so sieht. Ja, weil es halt nicht irgendwie... Die sind dezenter. Genau, genau. Dezent. Die anderen sind massiver da. Ja, irgendwie. Und da kriegen die Frauen Angst. Was, genau. Was dahinter steckt oder stecken könnte in jedem Augenblick. Warum willst du denn wissen, auf welchen Penistyp hindeuten? Damit du dir den aussuchen kannst wahrscheinlich, ne? Was für eine blöde Frage. Ja, ich bin eigentlich nicht so ein Semp wie vorher angekündigt. Aber ich bin danach halt zweimal an Fleischpenisse geraten und ich will nicht sagen, dass deswegen die Beziehung kaputt gegangen ist. Oh. Aber ich war... Wie das schon klingt, ne? Fleischpenis. Ja. Klingt schon so wie Fleischer Fachgeschäft oder irgendwie sowas. Ja, ne? Ja, ich meine, Blutpenis klingt auch nicht, auch nicht so schön. Viel attraktiver. Nee. So, du bist also an du bist an einen Fleischpenis geraten. Ja. Und das war es nicht? Nee, gar nicht. Also entweder, weil ich halt anderes gewöhnt war... Oder, ist es denn so, dass der Fleischpenis an sich dann auch wirklich nicht sehr viel mehr irrigiert, als er schon im Schlafenzustand ist? Ja, genau. Ist also, so? Ich meine, der wird halt schon steifer und er stellt sich halt auch. Ja. Aber er wächst vielleicht nur noch ein paar Zentimeter, wenn so ein Blutpenis halt um mehrfaches seiner Größe anwachsen kann. Und du glaubst, dass das wirklich eine Auswirkung auf eure Beziehung hatte? Nein, so weit will ich eigentlich nicht gehen. Also es gab schon andere Gründe, warum die Beziehung dann kaputt gegangen ist. Das wäre auch zu... Aber es ist schon so, dass ich in meiner ersten Beziehung so den Penis auch... Also da war ich auch in den verliebt. Also, Deike, was hat heute vorhin jemand geschrieben? Ihr Frauen, die ihr hier anruft, ne? Nein, das bin ich. Ihr seht uns Männer nur als Lust- und Sexobjekte. Naja. Das, was du jetzt sagst, bestätigt das wieder. Von dem, was ich erzählen kann. Ich kann auch ganz andere Dinge erzählen. Wir sind nur eine Ware für euch. Na. Gegenstände, die ihr benutzt. Ja, bitte überspringen. Mann. Und ich habe immer an die Frauen geglaubt und jetzt sowas. Also aber man kann auch weiterhin an mich glauben, aber ich wollte halt mal darüber reden, weil ich spreche halt schon mal Freunde oder Freundinnen drauf an, genau. Und die wissen es alle nicht. Ja, ich wollte gerade fragen, ist das ein Thema unter Frauen? Spricht man über Fleisch und Blutpläne? Ja. Ehrlich? Natürlich. Ehrlich. Ja, ihr redet doch auch über Busengrößen. Ja, aber ganz im Ernst, ich habe diese Aufteilung so... Ja, siehste, du kennst es auch nicht. Nein, aber auch nicht in schwulen Kreisen. Ja. Nein, auch da nicht so. Ja, das hatte ich mich noch gefragt, ne? Ob Jürgen das weiß. Nee, ja, gut, ja, diese Begriffe sind mir schon bekannt, so, aber dass man das alles so aufteilt und dass man das vielleicht sogar äußerlich sehen könnte, das ist mir ganz neu.
Ja, ich glaube es eigentlich auch nicht, aber es wäre halt schön. Also es gibt ja wilde Thesen, dass man aufgrund des Äußeren eines Mannes die Penisgröße. Wie die Nase des Mannes. Nein, die Nase ist es nicht. Nee, die Nase ist es nicht. Ich glaube auch nicht. Nein, das ist ein blöder alter Spruch. Die Nase ist es nicht. Es hat etwas mit den Händen zu tun, sagt mir meine Erfahrung. Ah, ja, dann sag mal weiter. Ja, es hat mit den Händen was zu tun und es hat auch was mit den Ohren zu tun. Haha, wie schön, dass ich meine Ohren immer zudecke hier. Ich höre dich nur im Radio, keine Sorge. Na gut. Aber das ist auch dennoch sehr schwer, glaube ich, da so ja irgendwie sowas abzuleiten. Und noch schwerer finde ich es jetzt, eine Unterscheidung zu treffen zwischen Blut und Fleisch aufgrund der äußeren Erscheinung eines Mannes. Mhm. Aber vielleicht, ja, wir haben so viele pfiffige Zuschauer und Zuhörer. Ja, deswegen dachte ich, muss ich mich an dich wenden. Vielleicht ist ja eine. Wie ist es denn bei den Freundinnen, wenn ihr Mädels da so im Damenklo miteinander redet? Auf was steht denn die anderen Frauen? Alle Blut. Alle Blut. Also ich meine, ich habe jetzt halt nicht die riesen Schnittmenge da, ne? Oder Umfragemenge so. Nee, gerade. Aber so in deinem Umfeld. Ja. Echt? Alle stehen auf Blutpenisse. Ja. Aber ich weiß auch nicht, ob es mehr Blutpenisse oder mehr Fleischpenisse gibt. Wenn ich zum Beispiel... Das weiß ich auch nicht. Am See bin oder so, wo halt viel nackt geballt wird, dann sind natürlich mehr die Fleischpenisse vertreten. Und da frage ich mich, gibt es mehr Fleischpenisse oder trauen die mit den Blutpenissen sich nicht nackt da lang zu spazieren? Die laufen natürlich dann Gefahr, ausgelacht zu werden, ne? Ja, und dabei ist es so normal. Weil es halt die Leute nicht wissen, lachen sie. Aber es ist total normal. Und wenn sie wüssten, dass meine Freundin, ich weiß ja nicht, ob wirklich alle Frauen sind oder viele Frauen sind, mehr auf Blutpenisse stehen, vielleicht wären sie dann auch nicht so verhemmt. Meinst du denn, dass es nicht vielleicht auch noch ein Mittelding gibt? Ja, es gibt wohl Übergänge. Ne? Übergänge, genau. Ja. Es wird die Sache noch komplizierter. Ja, also wir verbinden das jetzt nochmal mit einem Aufruf für heute. Wir haben jetzt noch, jetzt haben wir gar nicht mehr so lange Zeit, aber für nächste Woche dann, wenn es pfiffige Frauen gibt, pfiffige Männer gibt, die das sagen können, ob man einen Mann von außen, ob man ihm das ansieht, zu welcher Kategorie er gehört, wärst du sehr dankbar, ne? Ja. Und ich mittlerweile fände es auch interessant und würde auch mit... Dachte ich mir, dass das ein Thema für dich ist. Total. Ja. Gut. Deike. Ich will auch leidig jemanden grüßen, bitte. Na dann, raus damit. Die Frau, die mir immer die Domian-Folgen aufnimmt, Ariane. Ach, es nimmt ja jemand die Folgen auf? Ja, ich habe keinen Fernseher und meistens schlafe ich um die Zeit. Ja. Und da habe ich eine Freundin, die hat die Möglichkeit, das aufzunehmen mit ihrer Stereoanlage. Ja. Und die hört erst die Kassetten vor und danach, wenn das ich aufspüle, darf ich dann noch ein bisschen Domian hören, dann macht mir auch das Aufwaschen Spaß. Das ist aber sehr nett. Wie heißt die Dame? Das bin ich, Ariane. Ariane, genau so war es, ja. Ja, schöne Grüße an Ariane, auch von mir. Ja, gut. Liebe Deike, also wir sind wachen Ohres, ne? Was da heute oder vielleicht dann Anfang nächster Woche kommt. Sammelt Geschichten, bitte. Wir sammeln Geschichten über Fleisch und Blutpenisse. Alles Gute. Ja. Tschüss. Gute Nacht, bis dann. Tschüss. Isabel, 34 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Isabel. Dein Thema? Mein Thema ist Eheprobleme. Was auch sonst, ne? Mein Mann hat eine andere. Ja, wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind 5 Jahre verheiratet, haben einen 2,5 Jahre alten Sohn. Ja. Den er über alles liebt. Ja. Und jetzt hat er eine andere. Und jetzt hat er eine andere. Seit wann schon? Also wahrscheinlich schon seit 4 Monaten. Also ich tippe mal seit August. Geht ja noch. Ja, geht ja. Naja, also war, wenn ich manchmal ja Jahre höre. Ja, genau. Auf jeden Fall, es ist, ich weiß es seit dem 5. November. Ja, wie hast du es rausgekriegt? Er war so komisch. Also er war eigentlich sonst alle Tage normal, aber an dem einen Tag war er so komisch. Schon beim Nachhausekommen hat er so einen komischen Blick drauf gehabt und ich habe dann immer wieder gefragt, was ist, ja, was soll sein und immer mit einer Gegenfrage geantwortet und jedenfalls dann irgendwann im Bett abends habe ich gesagt, sag mal, so auf den Strauch geschlagen, sag mal, hast du eine andere oder was ist mit dir los heute? Ach, das hast du einfach so mal so aus dem Lameng gesagt. Ja, genau. Und er dann ja. Aber das sagt man ja nicht einfach so. Das sagt man, wenn man schon irgendwie eine Witterung hat. Ne, wenn alles so richtig hundertprozentig in Ordnung ist, sagt man nicht, hier hast du eine andere. Oder? Naja, ich habe das so, das kann man so bei mir eigentlich nicht sagen. Ich habe das manchmal schon, wenn er irgendwie schlecht drauf war oder so oder was, dann hau doch ab, dann geht das zu einer anderen oder so. Das habe ich dann schon eher mal salopp so dahergeredet. So, aber jetzt liegt ihr beide im Bett. Du sagst auch so salopp, hast du eine andere? Und er sagt ja.
Und dann? Und dann blitzt durch meinen ganzen Körper. Ich war heiß und kalt und erstarrt und steif und was weiß ich nicht alles. Auf jeden Fall, mir ging es durch Maus und Pfennig und ich habe es echt nicht fassen können. Und hat, ja, er denn, hat er denn erklärt, wer das ist, ob er verliebt? Nee, erstmal überhaupt, ne? Und ich sag, was, wie, es kann doch gar nicht sein und warum denn und überhaupt, naja, und hin und her. Ja, warum, warum? Gute Frage. Ja, und warum hat er dann nie an dem Abend im Bett, sondern dann in weiteren Gesprächen irgendwie dann Tage später auch dann erklärt, ja, bei uns läuft zurzeit nichts mehr. Sexuell? Ja, genau. Stimmt das? Es war ein bisschen eingeschlafen und alles ein bisschen sehr verkrampft durch, also ich schieb's auf die Kindererziehung und auf den Haushalt und auf, ja, halt. Kann vielfältige Gründe haben. Ja, genau. Er hat ja das am 5.11., sagst du, gesagt, gestanden. Ja. Nur haben wir heute schon den, sind wir schon Mitte Dezember. Ja. Hat er die Affäre immer noch? Ja. Er hat sie immer noch. Er ist im Moment bei ihr. Und sagt er dir das vorher auch? Ich gehe jetzt wieder zu dir. Ja, also das Problem ist, wir wohnen in Schwäbisch Hall. Und er hat die Affäre in Leipzig. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Kilometer sind das entfernt? 400. 400. Ja, und das Problem ist, seine Familie lebt da. Sein Bruder, seine Mutter, seine weiteren Geschwister und so. Und also ich weiß nicht richtig, wer es ist. Und ich weiß auch nicht richtig, wie er sie kennengelernt hat. Er verrät es mir auch nicht. Also. Aber ich tippe mal drauf, sein Bruder war dieses Jahr 40 und er hat dann eine Betriebsfeier gemacht, sagen wir mal so, mit seinen Kollegen, sich, so eine Feier. Und hat sich das ergeben. Ich denke mal, und er war dann auch dort. Aber sag mal, er sagt dir das wirklich vorher? Ich fahre jetzt zu der Frau? Ja. Das ist aber hart. Ja, ehrlich und hart. Ja, er ist hingefahren, er war schon, es ist jetzt schon das zweite Mal. Nein, ich muss auch was wissen. Ich muss wissen, ob du den Eindruck hast, dass er da nur seinen Sex auslebt oder ob der verliebt ist in die Frau. Also er hat zu mir gesagt, das war lieber auf den ersten Blick, er kann sich selber nicht erklären, aber... Und er bleibt übers Wochenende auch noch da? Ja, er ist in sie verliebt, aber er liebt uns auch, ja, nicht das sind in meinen Sohn. Das sind immer so die Aussagen. Die billigen Ausreden. Ja, das sind die Ausreden. Das ja, auf jeden Fall, es war dann halt so, also... Nein, es muss ja nicht mal eine Ausrede sein, es kann ja auch wirklich stimmen. Ja, genau. Ne? Also, das will ich mal nicht so wegwischen. Ja, nee, hab ich auch ne, will ich auch ne. Und ich passe auch ganz genau auf, was er sagt und versuche das für mich zu deuten. Und aber es kann ja stimmen. Dennoch ist es für den Betroffenen, für die Betroffene jetzt in deinem Fall, für dich, ist das natürlich eine super Verletzung. Mhm. Und vor allen Dingen die Tatsache, du weißt jetzt, er ist an diesem Wochenende bei der Frau. Mhm. Die liegen jetzt vielleicht im Bett, kuscheln miteinander und so weiter und so weiter. Wir ja. müssen das nicht weiter... Ja. Das ist ja irre schmerzlich, finde ich. Ja, das weiß ich. Aber tickst du ja nicht vorher aus, wenn gab es nicht irren Streit schon die letzten... Nee, ich bin auch schon ausgeflippt, ich bin auch schon betrunken in der Gegend rumgefahren, ich war auch schon bis nachts um 4 bei irgendwelchen Freundinnen und habe mich da ausgeheult an den Tagen, wo es ganz schlimm war. Aber wir haben auch dann Abende wieder, das Komische ist ja, ist, wenn er heimkommt von der Arbeit, dann ist er so ganz normal wie immer und vor allen Dingen liebevoller wie die Monate zuvor. Egal. Die entscheidende Frage ist ja jetzt, wie sieht die Zukunft aus? Ja, die Zukunft, also der Stand der Dinge zurzeit ist, dass er gesagt hat, er bleibt bei uns, was er am Anfang nie gesagt hat. Am Anfang hat er gesagt, du, pass auf, ich habe eine andere, weil es bei uns nicht mehr funktioniert. Aha. Aber er sagt jetzt... Und ich fahre jetzt am Wochenende ein paar Tage zu der. Ja. Er ist gefahren. Ich habe ihn fahren lassen in der Hoffnung, dass er merkt, oh, da ist ja auch Alltag. Ja. Und auch, das stört mich ja auch, dass sie zum Beispiel das nicht macht und das nicht macht. Das hätte meine Frau ganz anders gemacht und das hat sie nicht gemacht und das stört mich an ihr. Habe ich ihn fahren lassen. Und dann auch, um ihm zu zeigen, dass es mir einfach nur um mich als Egoist geht, sondern dass es mir um unsere Ehe geht, um unsere Beziehung, um unsere Familie. So, jetzt sagt er will bei euch bleiben, aber, gibt's ein Aber? Und das kleine Aber ist, oder das Aber halt an sich ist, er will sie im Moment nicht verlieren. Aber er hat ja jetzt, bevor er jetzt gefahren ist, seit Mittwoch ist er weg, bis Sonntag, er hat gesagt, er verspricht mir nichts, aber er nimmt ihr vor, ihr das Gleiche zu sagen wie mir. Na toll.
Also der Junge, ich gesagt habe, du kannst mir zu ihr sagen, oder du kannst zu mir sagen, du bleibst bei mir und ja, fertig. Dann sage ich, dann möchte ich bitte auch, dass sie das auch weiß. Weiß sie das? Nein, sie weiß das nicht. Mhm. Weil wenn sie das wüsste, wäre sie gleich weg. Also. Ah, ja. Und er will sie ja im Moment noch nicht ganz aufgeben. Mhm. Aber wäre ihm ja, wenn sie sagen würde, ich habe jemand anders kennengelernt. Ja, damit der Knabe sich selbst nicht entscheiden muss. Ne? Ja, genau. Mhm. Also, Isabel, du hast Nerven, ne? Ja, du hast nicht Nerven. Nur darf man das auch nicht übertreiben, weil man sich sonst wirklich zu klein macht. Ja, kaputt macht und ich bin auch schon jetzt dann langsam am Ende. Und weil er treibt schon ein übles Spiel, finde ich. Ja. Finde ich schon. Ja. Und dir zuzumuten, dass er ist jetzt von Mittwoch bis Sonntag bei der anderen Frau. Ja, okay, er ist dann ab und zu mal bei seiner Mutter. Egal. Er ist, aber egal. Ne? Für dich ist er irgendwie bei der. Ja. So, aber ich merke ja, dass du darum ringst. Dass ja, es dir ich kämpfe wie eine Löwin und ich kämpfe schon seit dem 5. Oder sagen wir mal, eine Woche später habe ich dann richtig angefangen zu kämpfen. Wir haben geredet und geredet Nur zum Kämpfen, Isabel. Gehört irgendwann auch mal einen wirklich harten Standpunkt einzunehmen. Mhm. Weil man so sonst sich, wie du es gerade selbst auch gesagt hast, man leidet zu sehr. Ja. Und man macht sich selbst doch immer kleiner und immer kleiner, immer kleiner. Und man muss dem anderen eben auch Grenzen aufzeigen und sagen, so weit bitte, aber trampel jetzt nicht weiter auf mir und meinen Gefühlen rum. Ja. Und er ist auf dem besten Wege dazu. Ja. Aber sehen wir mal vielleicht jetzt diesen Ausflug nochmal als Chance für euch. Ja. Ne, wenn er das wirklich jetzt so macht, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich das an deiner Stelle nicht mehr so lange mitmachen. Ja. Ich würde es nicht mehr mitmachen. Ja. Der tanzt wirklich völlig auf zwei Hochzeiten, lässt es sich dabei gut gehen. Ja, ja, ja. Ich glaube mir auch, dass er dich und euch gerne hat, aber... Aber er leidet auch sehr drunter und ich bin mir auch der vollen Überzeugung, wenn ich nicht so auf ihn eingeredet hätte und wenn wir nicht so diskutiert hätten, nächtelang mit Tränen und mit... mal kurz bösen Worten und dann doch wieder flehenden Worten und dann doch wieder, wir haben auch schon zusammen geschlafen in der Zeit und mehrere Male. Und also mein Mitleid für sein Leiden hält sich in Grenzen. Du liegst mir mehr am Herzen mit dem, was du sagst, weil du bist wirklich die Gebeutelte im Moment. Ja. Ne? Er hat sich da an... Wie stellt er sich das denn vor? Er sagt, da ist tote Hose oder es läuft nicht so gut bei euch, zwischen euch im Bett. Du sagst, ihr habt jetzt auch wieder miteinander geschlafen. Ja. Wie war das denn? War das besser als vorher? Es war halt, also von meiner Seite her war es halt irgendwie immer mit so einem blöden Beigeschmack. Mhm. So dass man sich eigentlich auch nicht richtig gehen lassen kann. Nee, konnte ich nicht, weil ich habe dann auch immer zu ihm gesagt, sag mal, denkst du eigentlich an sie, wenn du mit mir das machst? Ja, oder ja. Nee, um Gottes Willen, da sind ja Gefühle da und für dich. Und er sagt jetzt auch nicht mehr, er empfindet nichts mehr für mich. Er sagt auch, er liebt mich auch und er will mich nicht verletzen und er hat das ja schon, und er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber er verletzt dich. Aber er weiß nicht mehr, wie er aus der Sache rauskommt. Ach Gott. Er verletzt dich permanent, indem er nämlich dahin fährt. Ja, genau. Ja. Und ich hoffe nur, dass er am Sonntag wiederkommt und sagt, ich hab's dir gesagt. Weil ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn er sagt, du, es hat sich leider nicht ergeben, ich muss da vielleicht nochmal hin. Und also das lasse ich nicht zu, weil mein Kind, Isabel, du musst leidet so drunter, obwohl er es nicht wahrhaben will, aber leidet so drunter. Ja. Wenn er jetzt wieder ankommt mit der Aussage, ich habe es immer noch nicht geschafft oder ich kann es nicht und ich muss es noch verschieben, dann musst du ihm eine Grenze zeigen. Du musst ihm eine Grenze zeigen. Tu es aus Selbstschutz für dich. Tu es vielleicht sogar auch mit dem Hintergedanken, dass er kapiert, wie ernst es ist und er vielleicht dann wachgerüttelt wird dadurch. Ja. Aber lass es nicht endlos mit dir so machen. Nee, das will ich ohne. Das Problem ist bei uns, ich bin hier ziemlich alleine, meine ganze Familie ist weit weg. Mhm. Und wenn ich ihn jetzt halt, ich hätte können am Anfang schon sagen, bist du Arschloch, du kannst gehen, hau ab, verpfeif dich. Ja. Aber dann stehe ich ganz alleine hier. Er zieht wieder in Richtung seine Familie und ich bin hier ganz alleine mit meinem Kind. Ich habe ein paar Freunde, okay, die haben auch alle Familie und die haben auch nicht immer Zeit. Und pass mal auf, Isabel, wir beenden mal das Gespräch, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Mhm. Wir rufen dich aber gleich nochmal an. Ja. Okay? Alles dann sage ich von dieser Stelle aus schon mal alles Gute und tschüss. Ja, tschüss, Damian. Danke. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich
bei meinen Leuten. Herzlichen Dank an Uli Kapp, an Wolfram Zwickowski, Roland Lohr, Malte Imels, Heinrich Stanzig, Jan Gräfe zu Baringdorf und Johannes Brachthäuser. Nächste Woche sind wir wieder da. Das ist die letzte Woche vor unserer Weihnachtspause. In der Nacht vom Montag auf Dienstag wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen dritten Advent. Alles Gute, bis Montag. Ciao.